Mein Name ist Sebastian und ich bin der Direktkandidat der Piraten in Friesland-Kreuzberg und Prenzlauer Berg-Ost. Ihr habt es vielleicht auch schon gehört, die Fahrpreise für den Nahverkehr in Berlin sollen schon wieder erhöht werden. Aktuell streiten sich scheinbar Senat und Verkehrsbetriebe nur noch darum, wie hoch die Preise denn steigen sollen. Aber anstatt die Nutzung von Bus und Bahn immer weiter zu verteuern und damit finanziell schwächer gestellten Menschen den Zugang zur Mobilität zu erschweren, sollten lieber mal alternative Finanzierungskonzepte ernsthaft geprüft werden. Die geplanten Fahrpreiserhöhungen sind sowohl umweltpolitisch, sozialpolitisch als auch städteplanerisch Unsinn, da sie die Nutzung des Autos für Fahrten innerhalb der Stadt unnötigerweise subventionieren und ärmere Menschen vermehrt zum Schwarzfahren nötigen. Unser Leben findet nicht mehr nur in der näheren Umgebung unserer Wohnung statt. Die Teilnahme an sozialen Aktivitäten, Arbeit, Bildung, Sport und Erholung machen es notwendig, dass wir mobil sind. Mobilität ist damit Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und jedem Menschen zu ermöglichen. Wir Berliner Piraten fordern daher die Einführung eines umlagefinanzierten und damit fahrscheinlosen Nahverkehrs, um das Recht auf Mobilität vom Einkommen des Einzelnen zu entkoppeln. Es gibt Pilotprojekte in der belgischen Stadt Hasselt und der estnischen Hauptstadt Tallinn, die zeigen, dass ein fahrscheinloser Nahverkehr keine Utopie ist, sondern vielmehr ein reales, wenn auch mutiges Konzept zur Finanzierung. Weiterhin sollten Schwarzfahrer nicht weiter kriminalisiert werden, denn Menschen, die sich kein Ticket leisten können, können auch verhängte Strafen nicht bezahlen und müssen oft ersatzweise eine Haftstrafe absitzen. Das Bedürfnis nach Mobilität und gesellschaftlicher Teilhabe ist kein Verbrechen. Mobilität ist kein Luxus und muss weiterhin bezahlbar bleiben. Dafür möchte ich mich im Bundestag einsetzen.